Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich bei diesem Liebesorakel für den Monat Februar 2017. Du hast hier die Möglichkeit, dich für einen dieser Kristalle zu entscheiden oder für einen dieser drei Kartenstapel. Zum Schluss kannst du noch eine Frage stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und hier findest du dann drunter deine Antwort. Also stell hier eine Frage für den Bereich Liebe, Partnerschaft. Und zum Schluss decke ich dann eben hier deine Botschaft auf. Entweder ja oder nein ist dann die Antwort. So, wenn du Zeit brauchst, dich für einen Stapel zu entscheiden, halte das Video einfach an. Ich starte hier gleich mal mit dieser Seite und schaue mir hier also die Botschaft der Blume des Lebens an. Und hier haben wir Schönheit. Wenn ich meine Schönheit zelebriere, ehre ich meinen Schöpfer. Ich erkenne in jeglicher Lebensform die vollkommene Schönheit der universellen Quelle. Also hier geht es darum, die Schönheit zu erkennen. Die Schönheit der Liebe, die eigene Schönheit, die Schönheit der universellen Quelle. Ja, also hier geht es im Februar darum, vieles zu erkennen, wie schön auch die Liebe sein kann. Diese Botschaft ist für alle, entweder die Single sind, einen Partner oder einen Wunschpartner haben. Im Februar wirst du sehr viel auch erkennen, was wirklich Schönheit ist im Bereich der Liebe. Das kann für jeden etwas anderes sein, ja? Das ist deine Botschaft. Schauen wir uns die Liebesengel an. Und hier haben wir Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Vergeben und lernen, indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Und die Karte Verspieltheit. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Also, bei dir geht es darum, dass wenn du einen Partner oder Wunschpartner hast, die Anziehungskraft zwischen euch beiden ist da. Wenn du Single bist, heißt das aber auch, dass du eine Anziehungskraft auf andere ausüben wirst im Februar. Also da wird es sehr viele Möglichkeiten geben. Du wirst bewundert auch, es wird sich sehr viele Möglichkeiten für dich auftun, wenn du Single bist. Wenn du in einer Partnerschaft bist, bedeutet das aber auch vergeben und lernen. Die Vergangenheit loslassen, auch was deinen Wunschpartner betrifft. Wenn es Streitigkeiten gegeben hat, wenn es Auseinandersetzungen gegeben hat mit dem Partner oder Wunschpartner, wirst du im Februar aufgefordert, die Vergangenheit endgültig loszulassen. Aber auch wenn du Single bist, kann es sein, dass du die Vergangenheit loslässt, dass du vielleicht immer noch in der Vergangenheit lebst. Von früheren Beziehungen, wie es da abgelaufen ist, warum es auseinandergegangen ist. Viele Dinge aus der Vergangenheit wollen jetzt im Februar losgelassen werden. Und hier auch mit der Karte Verspieltheit, man sollte hier wieder mehr in die Leichtigkeit gehen. Egal ob jetzt mit Partner, Wunschpartner oder Single. Mehr in die Verspieltheit gehen, mehr in die Leichtigkeit gehen, mehr diese Schönheit zu erkennen. Ja, und das ist wirklich eine sehr schöne Botschaft, denn viele sehen die Liebe als sehr schwierig, ja, zerdenken auch sehr viel, egal in welcher Situation man ist. Und da sollte man einfach wieder die Leichtigkeit reinbringen, die Verspieltheit, ja. Eine sehr schöne Botschaft, das gilt natürlich auch für Singles, ja, die wirklich krampfhaft womöglich hier jemanden gesucht haben, dass sie einfach jetzt wieder die verspielte Ader rauslassen, ja, lockerer werden, es wird schon kommen, wie es kommen muss, ja. Das ist eine wichtige Botschaft, aber auch hier Dinge aus der Vergangenheit loszulassen, denn dann wird man auch merken, wie es wieder leichter wird, ja, wenn man Dinge aus der Vergangenheit loslässt, wenn man einen Wunschpartner hat, wo man einfach, wo es Schwierigkeiten in der Vergangenheit gegeben hat, wenn man eine Dualseele hat, egal, hier gilt es, Vergangenes loszulassen, nicht mehr auf alten Geschichten herumreiten, sondern einfach das loslassen und in die Verspieltheit gehen. Denn dann, das ist natürlich ein Lebensgefühl, was sehr schön ist, ja, wenn man das einfach wieder lockerer nimmt. Und das wird dir oder beziehungsweise einigen von euch, es kann nicht auf alle zutreffen, werden das womöglich im
Februar erreichen oder sie werden vor diese Tatsache gestellt, dass das wichtig ist. Jetzt schauen wir uns noch deine Antwort an. Also stell jetzt deine Frage, die du gerne wissen möchtest im Bereich der Liebe und ich drehe sie um. Ja, kämpfe dafür. Was immer das auch für dich bedeutet. Ja, kämpfe dafür. Jetzt schauen wir uns diesen Stapel an und schauen hier in die Blume des Lebens Botschaft. Balance. Ich schwinge im Einklang mit meinem Leben und erschaffe eine Welt der vollkommenen Balance. Das ist das, was mein Leitspruch oft ist, ja, Dinge in die Balance zu bringen. Alles muss in der Balance sein. Und das gilt auch in der Liebe. Vielleicht gab es in der Vergangenheit immer wieder Situationen, wo der eine immer nur gegeben hat, der andere nur genommen hat. Da ist keine Balance drinnen. Egal ob mit Partner, Wunschpartner oder Single. Wenn du Single bist und du immer auf Menschen zugegangen bist und du kaum Reaktion bekommen hast, sollst du hier auch die Balance reinbringen, ja? Dass nicht immer nur du gibst, machst und tust, ja? Auch mit einem Wunschpartner, auch mit einem Partner, da muss wieder die Balance rein und das wird im Februar auch passieren, ja? Eine sehr schöne Karte. Jetzt schauen wir uns deine Liebesengel an und hier haben wir, gib deiner Beziehung eine Chance. Das ist ja sehr schön schon mal. Flitterwochen. Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen und Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Ja, das Wort Geduld wollen sehr viele nicht hören. Aber du sollst dir darauf vertrauen. Egal, ob du Single bist, sollst du darauf vertrauen, dass es womöglich wieder eine Partner, dass womöglich in absehbarer Zeit, vielleicht auch wirklich schon im Februar, eine Beziehung für dich möglich ist. Wenn du einen Wunschpartner hast, vertraue drauf. Gib dieser Beziehung eine Chance, arbeite an dieser Beziehung, ja, mit deinem Wunschpartner, indem du auch hier diese festliche Zeit, die ihr zusammen habt, auch wenn es dann wieder Rückzüge gibt, ja, solltest du den aktuellen oder die aktuelle Zeit, die du mit deinem Wunschpartner verbringst, genießen und nicht gleich denken, ach, jetzt wird er wieder in den Rückzug gehen oder dann wieder nachdenken, wie es in ein paar Wochen sein wird. Du sollst hier im Hier und Jetzt leben, mit deinem Partner auch, ja, dass man sich zu viele Sorgen und Gedanken über die Zukunft macht und einfach das Hier und Jetzt vergisst. Und da wirst du auch aufgefordert, mit deinem Partner wieder die Zeit zu genießen, an deiner Partnerschaft arbeiten, ja, indem ihr euch wieder mehr Zeit füreinander nehmt und auch, dass du darauf vertraust, ja, vielleicht gibt es, wenn du in einer Partnerschaft bist, Probleme mit dem Vertrauen, das möchte dir diese Karte sagen, vertraue in diese Partnerschaft oder wenn du einen Wunschpartner hast, vertraue, hab aber auch Geduld, das ist vor allem bei all jenen, die eine Dualseele haben, einen karmischen Partner, einen Wunschpartner, du sollst hier vertrauen und dich in Geduld üben und einfach auch an dieser Bindung arbeiten, indem du im Hier und Jetzt lebst und nicht 2-3 Jahre nach vor, ja, du sollst das Hier und Jetzt mit deinem Partner oder mit deinem Wunschpartner genießen, auch wenn du Single bist und sich hier Situationen auftun werden, wo du jemanden kennenlernst, dass du nicht gleich denkst, ach, das könnte jetzt der oder die Richtige sein, da möchte ich jetzt unbedingt in eine Beziehung. Einfach die Kennenlernphase auch genießen und nichts überstürzen, ja, darauf vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit kommt und dann natürlich auch in der Balance sein. Ja, das ist vor allem sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass der Mensch an und für sich in der Balance ist. Und das ist in jedem Lebensbereich, ob es in der Arbeit ist, ob es in der Liebe ist, ob es im Verwandtenkreis ist, bei Freunden. Ja, die Balance ist immer wichtig. Jetzt schauen wir uns noch deine Antwort an auf deine Frage. Stelle jetzt einfach deine Frage und ich drehe die Karte um. Nein, es passt nicht zu dir. Was immer diese Antwort dir sagen möchte auf deine Frage. Nein, es passt nicht zu dir. Es kann auch sein, dass diese Antwort gar nicht für dich geeignet ist, ja, weil diese
Legungen können nicht 100% auf jeden zutreffen. Es kann auch nur sein, dass die Karte der Balance auf dich zutrifft, die unteren drei Karten nicht oder gar keine dieser oberen und nur diese Antwort ist für dich richtig. Ja? Es kann nicht alles zu 100% auf jeden zutreffen. Da kannst du auch rausfiltern, ja, was passt hier eher? Passt eher die Antwort? Passt eher hier die Legung der Engel oder passt hier nur diese Karte aus dem Blumen des Lebens Orakel? Ja? Und jetzt schauen wir uns noch diesen Stapel an und hier haben wir die Botschaft Karma. Ich verstehe meine karmischen Verbindungen und bin ein erlösender Mittelpunkt für alle, deren Karma mit meinem verwoben ist. Also da geht es bei dir um Karma, womöglich auch um eine karmische Partnerschaft und das wird im Februar auf dich zukommen. Ja, da wirst du auch vieles auch begreifen, was das Karma in deiner individuellen Situation zu bedeuten hat. Ob mit Partner, mit Wunschpartner oder ob du Single bist. Hier gibt es offensichtlich ein Karma, wo du vielleicht auch dahinter kommst, was dir dieses Karma sagen möchte. Schauen wir uns dazu aber noch die Engel an. Vielleicht bekommen wir hier Hinweise noch. Wir haben, dies könnte der Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Ist hier auch eine Andeutung darauf, dass es sich hier um eine karmische Partnerschaft handelt. Lass deinen Ex-Partner los. Deine Zeit ist gekommen, deine Energien zu klären. Dass das hier auch ein Karma ist, den Ex-Partner loszulassen oder irgendeine andere Person. Dass das eben auch hier schicksalhaft, dass das Karma ist. Und du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Dass auch das Karma ist, dass du das lernst, dass du liebenswert bist. Du hältst hier womöglich an jemanden zu stark fest. Derjenige ist der Richtige für dich, aber du sollst hier die Energien klären. Es schaut mir hier ganz so danach aus, als ob sich das um eine karmische Partnerschaft handelt, womöglich Dualseelen, wo hier wirklich du zu viel Energie da rein investierst. Dein Gegenüber ist der Richtige, ja, aber von dir kommt hier zu viel. Da solltest du loslassen. Du machst das womöglich, weil du dich dann geliebt fühlst. Aber auch wenn du das nicht immer nur alles gibst, ja, bist du liebenswert. Das möchte dir diese Karte sagen. Und das ist hier womöglich wirklich dein Karma. Vielleicht, wenn du Single bist, bedeutet das, dass du deinen Lebenspartner begegnen wirst, aber lass alte Dinge los, kläre die Energie, du bist liebenswert, vielleicht bist du auch jemand, der sich zu schnell in eine Bindung stürzt, weil er sich sonst nicht geliebt fühlt, ja, das musst du auf dich schauen, wie es auf dich zutrifft, ich kann hier nicht alle Möglichkeiten aufzählen, aber es ist klar, dass es sich hier um eine karmische Geschichte handelt, womöglich um eine karmische Partnerschaft, wenn du mit einem Partner oder einem Wunschpartner hast und wo es auch darum geht, alte Dinge loszulassen und dass du auch merkst, dass du liebenswert bist, dass du geliebt wirst, auch wenn du nicht immer alles gibst, ja, oder alles machst für andere. Du bist trotzdem liebenswert und du sollst ja auch wirklich Energien klären, nämlich die, dass du womöglich immer nur gegeben hast, auch wenn du Single bist, dass du immer in der Vergangenheit derjenige warst, der viel gegeben hat und sehr wenig zurückbekommen hat. Das ist hier auf jeden Fall Karma. Also alle, die sich für den blauen Kristall entschieden haben, geht es wirklich um ein Karma, das aufgearbeitet werden möchte. Jetzt schauen wir uns noch deine Botschaft an. Stell jetzt einfach deine Frage und ich drehe die Karte um. Ja, es öffnet dir eine gewaltige Energiequelle. Das passt dir gut zusammen mit der Karte. Wo haben wir sie denn? Mit dem, die Zeit ist gekommen, die Energien zu klären. Das ist natürlich jetzt wieder eine Bestätigung hier, die Energien auch zu klären. Ja, es öffnet dir eine gewaltige Energiequelle. Das ist die Antwort auf deine Frage. Ich hoffe, ich konnte dir oder konnte euch mit diesem Orakel ein klein wenig helfen. Freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch einen wunderschönen Februar und sende euch ganz, ganz viel Liebe. Ciao!